Yo, Freunde, was geht ab? Das ist der abwerkschnellste ferngesteuerte Pickup, den man sich kaufen kann. Traxxas, Raptor, 4x4. Der soll so um die 100 km/h schnell sein und das auf 3S, aber dafür muss man hier dieses 18 Zähne Motorritzel verbauen, was mitgeliefert wurde. Yeah! Was ich auch immer sehr cool bei Traxxas finde ist, die haben hier oftmals solche Tabellen auf dem Karton gedruckt und da könnt ihr ganz genau erkennen, welche Ritzel ihr verbauen müsst, um die gewisse Geschwindigkeit, die angegeben ist, zu erreichen. Yeah! Der Raptor hier, der hat auch ziemlich harte Räder, also ich glaube, der ist wirklich 100 km/h fähig. Bevor wir gleich rausgehen, schauen wir uns ihn noch schnell an und bevor wir uns ihn anschauen, lasst doch einen Daumen hoch da! Ja, lasst einen Daumen hoch da! Also optisch finde ich, ist der wirklich erste Sahne. Was auch noch richtig geil ist, es gibt hier keine Karo-Klammern. Wie auch bei dem Traxxas XRT sind da so Clips verbaut, lässt sich sehr einfach abnehmen und auch wieder sehr einfach draufsetzen. Das war's schon. So Karo-Klammern können schon einem auf den Sack gehen, wenn man einen hat. Aber Freunde, jede Medaille hat ihre Kehrseite. Dadurch, dass die Karo jetzt halt nicht mehr so fest wie mit Karo-Klammern drauf sitzt, kann es schon mal sein, dass sie bei dem einen oder anderen Stunt abfliegt. Passiert aber wirklich sehr, sehr selten. Also ich denke mal, die Vorteile dieses Befestigungssystems überwiegen. Wenn man dann mal einen Blick unter die Karo wagt, finde ich, sticht hier direkt diese schöne blaue Aluminium-Kardanwelle ins Auge. Auf der einen Seite haben wir das Akkufach, was recht groß ist und ich glaube, man kann da sogar einen etwas dickeren Lipo reinsetzen. Das hoffe ich jedenfalls, denn in der Vergangenheit war ich da manchmal von Traxxas etwas enttäuscht, dass da einfach kein dicker Lipo reingepasst hat. So wie hier bei dem Slash beispielsweise. Alter, da ist so wenig Platz, da passt einfach gar nichts rein. Übrigens habe ich schon öfters gehört, dass der Raptor einfach nur ein Slash mit einem anderen Karo ist. Ob das stimmt, können wir uns ja hier kurz anschauen. Ja, natürlich, es gibt die eine oder andere Ähnlichkeit, keine Frage. Aber ich finde, der Raptor, der hat hier schon seinen eigenen Charakter. Wie man sehen kann, ist er schon deutlich länger. Ansonsten, wie ich vorhin angesprochen habe, er hat keine weichen Räder, sondern eher harte. Das bedeutet, man kann ihn besser auf der Straße kontrollieren. Und was mir hier auch direkt auffällt, ja, der ist auch ein Stückchen höher, ne? Was mich am meisten interessiert ist, ob der Raptor auch so stabil wie der Slash ist. Das werden wir heute herausfinden, denn wir werden mal einen Abstecher ins Skatepark machen. Aber als allererstes machen wir jetzt draußen einen geschmeidigen Speedtest. Also verschieben wir uns mal in die Garage und klatschen erstmal einen Akku rein. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Also für mich ist das hier die Standardgröße. Für den einen oder anderen kann das schon groß sein. Kann ich schon verstehen, ne? Mal gucken, ob man das hier reinkriegt. Ja, muss ein bisschen drücken. Aber es geht. Jawohl. Da bin ich erleichtert. Let's go. Let's go. Tschüss. GPS-Messgerät ist schon drin. Und das Fahrzeug läuft auch. Schaut euch das an. Machen wir erstmal einen Speedtest mit standardverbauten Ritzel. Was denn da eingeparkt? Muss das sein? Das war auf jeden Fall Vollgas. Er lässt sich sehr gut kontrollieren. Ja, waren schon mal 73 km/h. Und ansonsten, ich glaube, mit dem kann man auch ein bisschen driften, wie ihr sehen konntet. Und ich konnte ihn wirklich sehr gut steuern. Habe ich das schon gesagt? Ich glaube, das habe ich gerade eben schon erwähnt. Wechseln wir das Ritzel, komm. Um das Ritzel zu wechseln, muss man hier diese Ritzelabdeckung abnehmen. Was ich an dieser Stelle noch positiv erwähnen möchte, ist das Lichtkit. Alter, das ist nicht irgendwie an der Karo verbaut, sondern hier an den Schoßstangen. Richtig geil, so hängt da halt kein Kabel rum. Gefällt mir. Der Motor, der lässt sich auch wirklich sehr einfach rausnehmen. Man muss einfach nur diese eine Schraube rausdrehen. Und dann kann man schon das Ritzel wechseln. Verbaut ist aktuell ein 13er. Und jetzt kommt ein 18er rein. Let's go! Alter, was ist hier passiert? Ist ja richtiges Qualitätswerkzeug einfach abgebrochen. Das gibt's ja gar nicht. Um das Ritzelspiel richtig einzustellen, war da jetzt hier so eine Hilfe mit dabei. Einfach so ein Kunststoffteilchen. Da seht ihr auch, das ist für das 13er Ritzel. Ich habe jetzt bei dem mitgelieferten Zubehör gar nicht reingeschaut, ob da das Teil für das 18er Ritzel mit dabei war. Kann ich mir ganz gut vorstellen. Ich habe es jetzt nicht dabei, ist glaube ich aber halb so wild. Ich stelle es jetzt einfach selbst ein, schraube die Schraube da fest und dann denke ich, wird das schon halten. Mal gucken, ob wir die 100 knacken können. Geil. Ist ein richtig guter Turner. Alter, ich hätte fast die Leute da hinten weggehauen, hä? Stopp. Lesen. 88 km/h nur? Das schreit nach einer Wiederholung. Das müssen wir auf jeden Fall wiederholen, aber wir warten kurz, bis die Leute vorbei sind. Ich glaube, ich weiß, wieso wir so langsam waren.
Ich hatte nicht den Durchblick. Und tschüss. Ich denke mal, das waren schon 90, oder? Ja, 88, Alter. Komm, machen wir noch einen Speedrun. Und schätz mal. Das war auf jeden Fall der beste Lauf. Ich denke, das waren schon 90 km/h. Ich habe so lange durchgedrückt und es geht noch ganz leicht da hinten bergab. Komm, gib mir 90, gib mir 90. 91. Ja, ich denke, das ist schon in Ordnung, oder? Was man wirklich sehr gut gemerkt hat, ist, der fährt so schön stabil. Ihr habt es beim dritten Lauf gesehen, da hatte ich den Dreh raus. Wir machen das Ganze jetzt nochmal hier mit dem Slash und dann werdet ihr sehen, ob der ein anderes Fahrverhalten hat oder halt nicht. Alter, was machst du da? Das waren 73 km/h. Ich glaube, da ist das Highspeed-Rissel nicht verbaut und ansonsten fährt er auch nicht mehr so ganz flüssig. Aber es liegt wohl daran, dass ich den schon ziemlich hart rangenommen habe. Ich muss sagen, der ist ganz schön stabil gelaufen. Also ich finde, dass er sich halt minimal, aber nur minimal schlechter auf der Straße fährt. Wechseln wir die Location. Voll geil, wie wir die Pusteblumen ummähen können. Oh, wir haben ein Problem. Das Ritzel ist etwas locker. Ich habe es wieder gerichtet. Hört sich gut an. Solange wir können, machen wir noch schnell ein paar Sprünge. Komm. Hey, der Akku ist einfach rausgefallen. Wie geht das denn? Da bin ich jetzt aber enttäuscht, muss ich euch ganz ehrlich sagen. Ey. Weiter geht's. Oh, ich hab die Rampe verfehlt. Wie hast du eigentlich getroffen? Boah, geiler Stunt. Also, das mit dem Akku, das ist echt ein Problem, das sage ich euch. Tja, hält einfach null. Das ist traurig. Da bin ich ja doch gezwungen, mir irgendwo die schmalen Libos zu besorgen. Am besten die von Traxxas, die übertrieben teuer sind. Okay, Motor hat sich wieder gelöst. Ballern wir noch ein bisschen mit dem Slash hier rum, da fahren wir nach Hause und dann gucke ich, ob die Halterung dabei war. Oh! Naja, fast. Oh, er steht noch. Alter, wieder einfach abheben, ne? Boah, da ist irgendwas abgefallen, oder? Nee, das war nicht von mir. Okay. Von wegen! Jedes Mal willst du es verlieren. Nee, nee, ist nicht von mir. Nein, nein, nicht von mir. Machen wir weiter. Scheiße. Ich glaube, es ist an der Zeit, in die Garage zu fahren. Let's go. Oh oh, schlechte Nachrichten. Es war einfach kein weiteres Kunststoffteil dabei. Hätte ich nicht gedacht. Wirklich sehr schade. Das Einzige, was mir jetzt übrig bleibt, ist die Schraube mit Loctite zuzuballern. Und ganz genau das werde ich jetzt tun. Und dann sehen wir uns wieder draußen. Hab hier die RC Redpack Rampe mitgenommen. Machen wir noch ein paar Sprünge. Und Akku ab. Raus.
Tja, Freunde, am Anfang war ich recht begeistert von dem Raptor. Der sieht schon echt geil aus, aber so, ich weiß gar nicht, was ich mit dem anfangen soll. Ich kann jetzt auch verstehen, warum der so ein bisschen mit dem Slash verglichen wird. Ich persönlich würde auch eher lieber zum Slash greifen, wenn ich jetzt mit dem Fahrzeug draußen rumfahren will. Für mich persönlich ist der Raptor unnötig. Muss man nicht haben, meiner Meinung nach. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. Hier kann ich zwei weitere Videos anschauen. Und ansonsten wird der Raptor sicherlich nochmal zu sehen sein. Aber auf meinem zweiten Kanal, Johnny Fuß. Link dazu ist unten in der Beschreibung. Peace.